Wir schauen uns den Aufgabenteil C an, das wir zeigen, dass A mit sich selbst vereinigt wieder A ergibt. Dazu erinnern wir uns zunächst wieder. Die Definition der Vereinigungsmenge. So, wenn wir zwei Mengen haben, A und B, dann ist die Vereinigung V zweier Mengen die Menge aller der Elemente, die zu A oder zu B gehören. Wir schreiben das wieder formal auf. So, dann ist A vereinigt mit B sind alle Elemente, ich nenne sie wieder klein x, mit der Eigenschaft x ist Element in A oder Element von B. Denken Sie dran, das mathematische Oder umfasst das Und. Ich habe Ihnen eine Veranschaulichung im Venn-Diagramm noch mitgebracht. Wir schauen uns die an. Wenn wir die Menge A haben und die Menge B, dann ist die grüne Menge, also alles grün schraffierte hier, alles ist A vereinigt mit B. Und Sie sehen, da ist auch der Schnitt von A und B enthalten. Gehen wir zurück zur Aufgabenstellung. Wenn wir eine Menge A haben und mit sich selbst vereinigen, dann kommt natürlich die Menge A raus, das ist uns klar. Wir beweisen das. Ja, auch hier gilt, es geht auf vielen Wegen. Ich mache es hier wieder mit Widerspruch. Und nehme dazu an, dass A vereinigt mit sich selbst verschieden ist von A. So, dann nehme ich mir also so ein x raus, was hier drin liegt, aber nicht hier drin. Wenn A vereinigt mit A verschieden ist von A, nehme ich mir also ein x raus. Aus dieser Menge und das x soll nicht Element sein in A. Was folgt daraus? Naja, wenn x Element A vereinigt A ist, dann heißt es x nach der Definition hier oben x Element aus A oder x Element aus A. Naja, da kann ich einmal das x-Element aus A weglassen. Und da haben wir schon unseren Widerspruch zur Annahme, dass x nicht Element aus A ist. Damit gilt, die Behauptung, also A vereinigt A. Ist gleich A. So, bei D sollen wir zeigen, dass A, eine Menge A vereinigt mit der leeren Menge, wieder die Menge A ergibt. Das ist eigentlich offensichtlich. Wir schauen. Also die Behauptung ist, A vereinigt mit der leeren Menge ergibt wieder A. Sie erinnern sich, eine Gleichheit wird gezeigt, ja, indem wir einmal zeigen, dass diese Menge hier, A vereinigt mit der leeren Menge, in A enthalten ist und umgekehrt, dass A enthalten ist in der Vereinigungsmenge von A mit der leeren Menge.
Also ich zeige zunächst das A vereinigt mit der leeren Menge. Enthalten ist, also eine Teilmenge ist von A. Sei also x ein Element aus A vereinigt mit der leeren Menge, dann folgt natürlich nach der Definition der Vereinigungsmenge, Sie erinnern sich, dass x in A ist oder x in der leeren Menge ist. Naja, x kann nicht in der x ist ja sozusagen die leere Menge ist leer, das heißt, wir haben hier nichts anderes als x ist in A. So, damit haben wir gezeigt, dass A vereinigt mit der leeren Menge enthalten ist in A. Und die andere Richtung geht genauso einfach. Ja, wenn ich x aus A nehme, also ich zeige A enthalten in A vereinigt mit A, mit der leeren Menge, dann nehme ich x aus A raus. Dann folgt daraus natürlich, ja, ist genauso richtig, x aus A oder x Element der leeren Menge. Ja, Sie wissen ja, dass diese Aussage richtig ist, wenn eine der beiden Teilaussagen richtig ist. Und das ist ja schon das, was wir wollen. Das heißt, A ist enthalten in A vereinigt der leeren Menge. Somit gilt die Gleichheit.